Ja, hallo zum letzten Slot auf der Foskis vor der Abschlussveranstaltung, vor der Abschlusssession. Jetzt geht es nochmal um Map Clients, drei Vorträge. Wir beginnen mit Open Layers. Andreas Hotschewa und Marc Jansen sind da sicherlich bekannt für die einen oder anderen, die schon mal auf der Foskis waren. Eigentlich jährlich kriegen wir ein Update zu Open Layers. Dieses Jahr hoffentlich auch wieder mit spannenden, vielleicht auch neuen Sachen, auch älteren Sachen, die vielleicht spannend sind. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Herzlich willkommen hier im geänderten Hörsaal. Sie haben es alle richtig gemacht, Sie haben uns gefunden. Wie ich gehört habe, sind wohl noch einige auf dem Weg. Also falls es zwischendurch mal Bewegungen gibt, einfach nicht stören lassen. Das ist das Logo von Open Layers, der JavaScript-Bibliothek, zu der wir jetzt gerne etwas erzählen möchten. Open Layers mehr als nur Karten im Web. Ich glaube, Open Layers ist vielen bereits ein Begriff, kann aber vielleicht eben noch ein bisschen mehr als das, wofür es ja bekannt ist, nämlich eben Karten im Web darstellen. Ja, was werden wir uns heute anschauen? Nach einer kurzen Vorstellung, die Einordnung von Open Layers. Es gibt ja ähnliche Libraries auch, die ähnliche Dinge können. Ein paar Dinge, die vielleicht niemand weiß, noch zur Projektgeschichte. Und dann schauen wir uns die Klassiker an, Open Layers im Browser, werden dabei einfach so en passant ein paar Dinge zeigen, die Open Layers kann. Und dann schauen wir uns was an, was wir in den Vorträgen bis jetzt noch nicht so breit gezeigt haben, nämlich Open Layers ohne Browser und am Schluss noch ein kleiner Ausblick. Kurze Vorstellung zu mir. Ich bin am Open Layers Projekt seit, 2006 oder 2007 tätig, also bin da schon ein ziemlicher Veteran. Ansonsten bin ich momentan sicher der aktivste Entwickler dort, bin Geschäftsführer von W3Geo, einer Firma in Österreich mit Sitz in Wien und Graz und arbeite auch an anderen Open-Source-Projekten, wesentlich mit Proj4.js, OLMapbox-Style, GeoTIFF.js und bin auf Konferenzen und Universitäten oft als Geospatial-Expert auch als Sprecher anzutreffen und wirklich JavaScript-Entwickler aus Leidenschaft. Ja, mein Name ist Marc. Ich bin auch JavaScript-Entwickler aus Leidenschaft, mache das aber seitdem ich Geschäftsführer bin, der Bonner Firma Terrestris gar nicht mehr so oft. Und freue mich immer, wenn dann die Foskis ansteht, dann darf ich nämlich immer noch mal ein bisschen coden selber. Sieht mich auf so Konferenzen wie hier oder der internationalen FOS4G. Ich bin auch OSGEO Foundation Charter Member und ja, mache auch bei einigen anderen Bibliotheken mit. Mittlerweile allerdings immer häufiger eigentlich als so ein bisschen steuernd, koordinierend, Rechtschreibfehler fixend, also nicht mehr so ganz wirklich beitragend bei vielen Sachen. Okay, kommen wir zur Einordnung. Was ist Open Layers? Wer das noch nicht weiß, Open Layers ist eine JavaScript-Bibliothek, ist Open Source und hat eine recht aktive Community. Jedes Mal bei jedem Release erwähnen wir auch immer die Neuen und es gibt regelmäßig auch neue Menschen, die beitragen. Das freut uns alle sehr, dürften aber trotzdem immer noch mehr sein. Das gehört der OSGEO Foundation, also das Copyright letztlich ist denen überschrieben worden. Und im Vergleich, Leaflet werden wir ja gleich noch was zu hören. Also Open Layers ist nicht die einzige Bibliothek, die sowas macht. Es gibt beispielsweise Leaflet, Mapbox, MapLibre, GL. Und wenn wir gefragt werden, ja, wie unterscheidet ihr euch denn eigentlich voneinander, betonen wir gerne, dass wir letztlich, also Open Layers, auf Geoinformatik basiert oder die Konzepte von der Geoinformatik versucht ins Web zu übertragen, während, und da darf dann gleich der Numa, glaube ich, spricht, zu Leaflet das vielleicht sagen oder bestätigen oder korrigieren. Bei Leaflet ist es, glaube ich, so, dass die Quelle war das Web, also man konnte bereits, also ein Webentwickler hat das geschrieben und man wollte jetzt auch noch Kartografie mit reinnehmen. Also quasi zwei verschiedene Sichtweisen auf das gleiche grundlegende Problem oder die Herausforderung, Karten ins Web zu bekommen. Open Layers, glaube ich, hat einen von Haus eingebauten etwas größeren Funktionsumfang, aber tatsächlich auch hier und da, glaube ich, manchmal die Einstiegshürde etwas höher, wobei wir gleich, glaube ich, auch zeigen werden, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, den Start hinzubekommen und dann auch sich weiterzuentwickeln. Ja, kurz zur Projektgeschichte. Ich habe hier einen Screenshot aus unserem GitHub-Repository. Das war der erste öffentliche Commit vom 27. Juni 2006. Die Geschichte geht schon etwas weiter zurück. Open Layers wurde bereits 2005 von der Firma Metacarta in Boston ins Leben gerufen, als Alternative zu Google Maps, das damals auch ganz neu war. Zu Beginn wurde das Ganze Open Source gestellt unter der BSD Free Clause Clear Lizenz.
Das bedeutet, dass dort die Lizenz explizit ausschließt, dass sie irgendwelche Patente mit abdeckt. Das war eine Lizenz, die für manche Benutzer nicht ideal war. Die wollten die Rechtssicherheit haben, dass sie sich nicht um Patente kümmern müssen. Deswegen wurde die Lizenz auf eine Standard BSD-2-Clause-Lizenz geändert. Dadurch haben wir als Entwickler mehr Risiko, aber Sie als Benutzer weniger. Ja, 2012 ist OpenLayers dann komplett neu entwickelt worden als Version 3. Und jetzt 2024, wir stehen jetzt kurz vor der Version 9.1, wollte ich gestern Abend noch releasen, war dann aber zu müde, weil ich mir noch den Vortrag den letzten Schliff geben musste, aber die kommt heute oder in den nächsten Tagen. Also es ist ein gereiftes Projekt mit aktiver Community und auch sehr aktuell. Kurze Sache noch zur Geschichte von OpenLayers. 2011 haben wir uns getroffen in Lausanne. Das war damals noch für die Version 2. Und damals ging es darum, OpenLayers mobile-fähig zu machen. Das iPhone war damals relativ frisch und jeder wollte Karten auf mobilen Geräten haben und das ist inzwischen standardmäßig eingebaut in OpenLayers. Marc, du hast noch ein paar Dinge zu diesem Bild vielleicht? Ja, mal davon abgesehen, wie jung du da noch aussahst, fällt dir natürlich sofort ins Auge. Also wer die Leute kennt, das ist halt die damalige Zusammensetzung von diesem Sprint. Auch damals gab es natürlich schon viele Menschen, die nicht bei dem Sprint waren und aber schon beigetragen haben. Aber selbst von den Menschen, die hier drauf sind, sind glaube ich 3 regelmäßige Kontributoren und einige, die, ich nenne es mal on-off sind, also die immer noch wieder beitragen. Und das ist ja auch schon einige, also ja über ein Jahrzehnt her, dieses Bild. Also es steht so ein bisschen für die Konstanz. Also wer auf OpenLayers setzt, hat auch durchaus die Chance, dass noch 10 Jahre später die Sachen gepflegt, gewartet und so weiter werden. Das ist so ein bisschen die Message, weil es ist ja ein Neues angekündigt worden. Dann habe ich ein Bild von 2011 ausgegraben. Okay, OpenLayers im Browser. Klassische OpenLayers Hallo Welt-Karte. Die Hälfte des Codes sind die Imports. OpenLayers kommt inzwischen als NPM-Package daher mit mehreren Modulen. Hier sieht man die Importe aus den diversen Modulen, braucht auch ein CSS. Das wird auch hier in dem Fall in JavaScript importiert, kann man anders auch machen. Die Karte selbst wird dann verknüpft mit der Webseite, auf der sie dargestellt wird, über das Target, also wo wird sie hingerendert. Dann hat sie üblicherweise einen oder mehrere Layer, das ist der Inhalt der Karte. Und eine View, die definiert, wo die Karte hinzeigt, also auf die ganze Welt, so wie in dem Beispiel, oder wie wir später sehen werden, auf Hamburg oder auf beliebige Plätze. Ja, genau, also das war jetzt das Hallo Welt. Jetzt wollen wir uns so ein bisschen Stück für Stück dem nähern, was man denn damit alles so machen kann. Und ich hoffe, dass ich zwischendurch immer wieder erwähne, dass es neben dem, was wir hier zeigen, immer noch ganz viele weitere Optionen gibt. Das ist, was Sie hier oben sehen, der Code ist quasi das, was wir jetzt gerade eben auch schon gesehen haben fürs Hallo Welt. Sie sehen auch schon, OpenLayers ist schon da, es gibt schon Zoom-Buttons. Als nächstes möchte ich gerne OpenStreetMap-Karten hinzufügen. Passt ganz gut. Das geht wie folgt. Oben steht dann immer der Quelltext, der dazu führt. Manchmal in Auszügen. Die Imports habe ich manchmal drin gelassen, manchmal nicht. Aber so aufs Wesentlichste konzentriert. Man muss letztlich einen Teil-Layer initialisieren. Eine Klasse von OpenLayers. Die richtige Quelle zuweisen. In dem Fall die Quelle OSM. Und der Karte hinzufügen. Neben den Quellen, OSM, gibt es ganz viele andere Quellen, wo Sie Kacheln beispielsweise oder eure Vektordaten beziehen können. Und es gibt auch ganz viele andere, also neben geteilten Layern, gekachelten Layern gibt es auch Single Tiles und. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir uns auch vielleicht auf unsere aktuelle Lokation zentrieren können. Hier sieht man die Animate-Methode auf dem View. Der View repräsentiert immer das, was in der Karte quasi dargestellt wird. Zentrum der Karte, Zoom-Stufe, Rotation habe ich jetzt hier nicht eingebaut. Und eben die Änderung des Views kann man über diese Controls, die Plus- und Minus-Knöpfe machen oder mit Pinch-Geste oder halt wie jetzt hier programmatisch animiert auf ungefähr unsere Lokation, um uns besser einzuordnen. Die Foskis-Gebäude. Ich habe gar nicht geprüft, ob das ja jetzt geänderte vor der Hörsaal hier quasi mit drauf ist, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht erkennen Sie sich wieder oder die Räumlichkeiten hier wieder. Ich habe jetzt hier quasi eine neue Quelle hinzugefügt. Das sind jetzt Vektordaten. Gerade eben im Hintergrund sind noch Rasterdaten, also vorberechnete Kacheln. Hier zeigen wir jetzt einen GeoJSON an, also mit den Gebäuden, in denen die Polygone der Gebäude der Foskis dargestellt sind. Und hier ist es mir relativ wichtig, auf diese Style-Deklaration hinzuweisen. Das ist die Art und Weise, also eine verkürzte Art und Weise, wie man die Ausgestaltung dieser Vektoren, um die ich mich ja dann selber kümmern muss, weil ich ja nur die Rohdaten bekomme, machen kann. Sie sehen, das ist relativ, wie nennt man das, concise, also sehr, sehr pointiert. Also die
klassische Art und Weise, wie Sie das vielleicht in Vorgängerversionen noch kennen, ist New Style und New Stroke. Das hat ja vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, ist sehr ja, explizit verbose. Ja. Und es geht aber auch diese Kurzform an sehr, sehr vielen Stellen. Wenn Sie noch eine finden, wo das nicht funktioniert, gerne melden. Und natürlich ist es auch so, wir haben jetzt Quellen schon gesehen und so ein bisschen Interaktion mit der Karte, aber natürlich kann man auch mit diesen Daten interagieren. Das heißt, ich füge jetzt mal drei Interaktionen hinzu. Einmal die Modify-Interaktion, Draw und Snap. Und das führt letztlich dazu, dass diese Vektoren eben nicht mehr statisch sind, sondern dass ich jetzt beispielsweise mit der Maus oder jetzt hier mit diesem Touchpad neue Vektoren hinzufügen kann. Sie sehen schon, unter meiner Maus befindet sich quasi schon so ein Hilfsvektor. Und ich kann jetzt hier neue Gebäude, weil die Foskis noch größer werden will. Für das gibt es keine Baugenehmigung. Ja, sicherlich nicht. Und wenn ich jetzt hier dran gehe, wenn ich mich dieser Kante näher, sehen Sie, dass dieser blaue Punkt so dahin gesnappt wird. Dafür sorgt diese Snap-Interaktion. Und dann kann ich jetzt hier weiter digitalisieren. Ungefähr so. Hier dran. Und was mir immer ganz, also was ich toll finde und was vielleicht auch keine Raketenwissenschaft mehr ist, ach Gott, jetzt habe ich hier so eine Ecke reingemacht, jetzt muss ich aufpassen. So, bisschen Glück klappt das. Das soll natürlich genau nicht passieren. So, ich habe jetzt nicht ganz genau perfekt gezeichnet. Wichtig ist, ich kann diese Geometrien, immer diese Max, so, also jetzt gibt es ganz sicherlich keine Baugenehmigung mehr. Sie stellen sich vor, Sie hätten das ein bisschen sauberer digitalisiert. OpenLayers bringt alles mit, um das wirklich perfekt zu machen, inklusive halt auch der Möglichkeit, jetzt hier quasi topologisch zu editieren, wenn ich das hinkriege. Live-Demos. Das ist sicherlich keiner. Ich zeige es Ihnen nicht. natürlich hat es 100-mal funktioniert, als ich das geprüft habe. Nein, also mit diesen... Es bringt wirklich alles mit, um auch halt topologisch zu editieren. Jetzt hier mit diesem, mit deinem MacBook ist es mir nicht möglich, das ordentlich zu bedienen. aber das liegt nicht an OpenLayers, sondern natürlich an Apple. Okay. Fakt ist, neben vielen Quellen gibt es auch viele Interaktionen und Controls, um letztlich alle WebGIS oder Karten im Web Anforderungen irgendwie zu befriedigen. Und natürlich können wir auch Vektorteils. Warum zeige ich das? Wenn ich so. Warum zeige ich das immer? Ja, da ist es mir immer wichtig, dass wir oben dieses OL Mapbox Style Paket benennen, was auch in der OpenLayers Organisation ist. Was macht es letztlich sehr, sehr einfach, auch Mapbox Vector Tiles sehr schön zu unterstützen? Jetzt hier die von der basemap.de. Und da kommt, glaube ich, jetzt noch ein weiteres Beispiel zu. Danke, Marc. Ich habe mir gedacht, um OpenLayers im Kontext zu sehen, machen wir ein größeres Beispiel, wo man sieht, wie man verschiedene Datenquellen einbindet, wie man mit anderen Libraries, in dem Fall mit einer Foto- und Upload-Library, API, zusammenarbeiten kann und wie man auch Benutzereingaben, die man gemacht hat, geometrische laden und speichern kann. Das ist die App, die ist schon einmal hier gezoomt auf unseren Standort hoffentlich. Das sollte ungefähr stimmen, wenn die Geolocation stimmt. Ja, schaut nicht ganz on spot, aber ganz okay. Und dann zeigen wir noch die Funktion, wie man ein Foto aufnehmen kann. Wer jetzt nicht auf dem Foto sein möchte, aus Datenschutzgründen, Hände vor das Gesicht und dann ist er nicht drauf. Jetzt gucken wir mal, ob der Teil passt. So, ich klicke jetzt dorthin, wo das Foto hin zeigt. Ich nehme an, hier irgendwo. Und aktiviere die Kamera. Und an der Stelle kommt das, was mit vielen Leuten immer besser ausschaut als mit wenigen. Aber ich würde sagen, das ist ganz okay heute. Ja, wer mag, darf auch winken. So, Stage-Selfie. Yeah. 3, 2, 1, lachen. Ja, wunderbar. Naja. ist okay. Gut. Dann machen wir einen Upload von dem Ding und können später auch noch anschauen, ob das okay ist. Also eigentlich ist es, ja, sieht man mehr vom Markt als vom Rest, aber keine Ahnung, die Grinserkatze oder so. Ah, die Winkerkatze. Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls, wir sehen hier eben, dass auch eine Vektorkarte verwendet wird. Die hat nicht nur Vektoren. Wenn man da auf die Alpen geht, sieht man auch, dass die auch ein Relief hinterlegt hat. Das ist eine Vektorkarte von ESRI in dem Fall.
Die wird auch wieder mit OL Mapbox Style hinzugefügt über eine Layer-Gruppe bei ESRI-Karten. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jemand da ist von ESRI oder einer Firma, die mit ESRI gut in Kontakt ist. Das ist seit Jahren ein bekanntes Problem, wird aber nicht behoben von ESRI. Dort ist immer eine Tile-JSON-URL drinnen, die zeigt auf Vector-Tile-Server. Die müsste aber auf Vector-Tile-Server/ zeigen. Daher muss man das ersetzen. Dieses Transform-Request funktioniert gleich in MapLibre und Mapbox auch, weil auch dort funktionieren diese ESRI-Karten aus diesem Grund natürlich nicht. Ist auch logisch, weil wenn die URL hier mit Vector-Tile-Server ohne Slash aufhört, dann gehen diese verknüpften Tiles hier auf das Verzeichnis World Base Map V2 und die liegen aber in Wirklichkeit im Verzeichnis Vector-Tile-Server. Das heißt, man müsste hier einfach diesen Slash hinzufügen. Also bitte ESRI, macht das endlich. Dann haben wir hier auch noch verknüpft eine Geolocation. Sie haben gesehen, das hat genau dorthin gezoomt zu dem Hörsaal. Es gibt ein Geolocation API im Browser. An das kann ich mich auch ganz leicht dranhängen. Ich kann dann auch eine Position damit als Geometrie versehen. Und diese Watch-Position-Funktion vom Geolocation API sorgt dafür, dass das laufend abgedatet wird. Das Verorten der Fotos habe ich schon erwähnt. Geht so, zuerst wählt man den Punkt aus. Das ist mit der Draw-Interaction, die auch der Mark auch schon zum Gebäudezeichnen gezeigt hat. Die hat einen Event, der heißt Draw-End. Das heißt, sobald ich den Punkt gezeichnet habe, öffne ich die API-Applikation, das ist die für den Upload. Und wenn der Upload fertig ist, gehe ich wieder zurück in mein Open Layers und setze das Attribut Picture auf dem gezeichneten Feature, das ist die Upload-URL, und kann den Dialog von API wieder schließen. Fertig. Benutzereingaben laden oder speichern. In dem Fall habe ich den Local Storage verwendet, das heißt, es ist nur im Browser des Benutzers gespeichert. Man könnte es aber natürlich auch irgendwo ins Web hochladen. Was dabei wichtig ist, wir haben die Methoden Read Features und Write Features von sogenannten Formaten, dazu gleich noch mehr. Und damit kann man das Ganze laden, was schon irgendwo gibt im Web oder im Rechner, oder eben speichern und wo hochladen oder hier in den Local Storage einfach. Ja, jetzt verlassen wir kurz die Welt des Browsers. Ich werde es ein bisschen abkürzen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich werde dann noch kurz zeigen, einen Tile-Server, der auf OpenLayers basiert. Ist ja auch nichts Neues, gibt es für Map-Tiler und so, gibt es solche Dinge auch. Beispiele, wo man OpenLayers außerhalb des Browsers verwenden kann, ist Konvertieren von Vektorformaten für Offline-Karten oder eben für den ganzen Bereich des Map-Renderings am Server. Vektorformate konvertieren ist einfach. Für die JSON- oder Text- oder Binärformate wie TopoJSON, GeoJSON, Google Polyline, WKT, WKB, die gehen alle komplett ohne sogenanntes DOM, also wenn man kein XML braucht, brauchen keine weiteren Libraries. Das ist ein Beispiel, wie ich eine TopoJSON-Datei einlese, daraus Features erzeuge für OpenLayers und sie wieder abspeichere im GeoJSON-Format. Offline-Karten ist auch ein interessantes Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Progressive Web App machen möchte, die Vektorkacheln cached, entweder aufgrund eines Benutzerausschnitts oder für einen fixen Extent, den ich hier definiert habe. Habe ich ein kleines Skript gemacht, das ist auch im Repository, wenn Sie sich das anschauen wollen. Das ist genau hier eben abgedruckt. Das holt sich von dieses Standard-Tile-Grid, von dieser XYZ-Source. Die könnte auf eine andere URL zeigen, aber hat diese Platzhalter. Und ja, die URLs werden hier unten ausgegeben und die könnte man natürlich dann alle aufrufen und damit in einen Cache speichern. Map Rendering am Server, da kann man ganz viel machen für einfache Karten mit den Libraries JS, DOM und Canvas. Bei komplexen Karten ist es einfacher, man verwendet Puppeteer, das ist im Prinzip ein Headless Chrome Browser, der am Server läuft. Damit kann man PDF-Karten erzeugen oder Thumbnails für Vorschauen von Kartenkatalogen oder man kann eben einen Tile-Server machen. Die Idee bei diesem Tile-Server ist, dass man, wenn man keine Vektorkacheln oder so im Browser darstellen will, kann man sich eine Karte konvertieren lassen in ein Bild, wie bei einem WMS, aber eben in Kacheln. Man hat eine Base-URL, das ist, wo der Tile-Server liegt, und man hat eine Style-URL, das ist in dem Fall jetzt ein Mapbox-Style, den man als Kacheln rendern möchte. Dieser Tile-Server holt sich die Kachelkoordinaten hier aus der URL, wandelt die dann wieder mit den Tile-Grid-Funktionen um, indem er ermittelt die Kartenauflösung und den Mittelpunkt,
Diese Request-Map-Image-Funktion geht dann an den Puppeteer. Dort wird die Karte gerendert. Die ist 1024 mal 1024 Pixel groß. Und davon hole ich mir die mittleren 512 mal 512 Pixel. Damit ich eine bessere Darstellung bekomme, muss ich mehr mitrendern für Labels und so. Das sieht man dann gleich. Und im Browser wird das dann ganz normal wieder als XYZ-Layer eingebunden mit einer Tilesize von 512. Und das Ganze können wir uns jetzt anschauen. Das Ganze läuft jetzt in dem Fall hier bei mir lokal am Rechner. Ich habe Ihnen bei dem Link zu OL Tile Server, können Sie auch auf DigitalOcean gehen. Wenn Sie dort den Button anklicken, kriegen Sie dort auch 200 Dollar Credit. Wenn Sie das selber ausprobieren wollen, kann man machen. Und so schaut diese Karte dann aus. Das ist im Prinzip die gleiche, die wir vorher gesehen haben. Und die ist jetzt hier als Vektor, eben nicht mehr als Vektor, sondern als normale PNG-Bilder gerendert. Kurzer Ausblick noch. Was in OpenLayers weiter passiert, bestimmen im Prinzip die User, die was dazu beitragen oder die penetrant Fragen stellen, bis es ein Feature wer anderer entwickelt. Man kann auch zu Firmen gehen und sagen, okay, ich brauche was. Die Firmen gehen dann idealerweise zuerst ins GitHub von OpenLayers, besprechen das Feature und dann wird es umgesetzt. Es gibt sehr viele Libraries rund um OpenLayers herum. Ich habe heute nach OpenLayers gesucht, auf npm.js.com gibt es 571 Packages. Kleine Bitte noch, so ein Projekt maintaint sich nicht von selbst. Es stehen, wie gesagt, momentan keine großen Firmen dahinter. Viel passiert hier in Eigeninitiative von mir. Daher schauen Sie bitte auf die Sponsorseite. Vielleicht wollen Sie mich sponsern auf GitHub. Das wird über den GitHub-Account abgerechnet. Das heißt, das können auch Firmen machen, bekommen dafür dann auch eine Rechnung. Ist ganz einfach, wird monatlich abgebucht. Bitte denken Sie drüber nach. Pull-Requests natürlich auch. Und schauen Sie auch auf openlayers.org, dort kommt man auch zu GitHub, dort kann man schauen, welche Issues es gibt, kann auch selber Issues anlegen und dort auch die Pull-Requests hochladen. Ich glaube, danke. Ja, super, vielen Dank euch beiden für den informativen Vortrag. Das erste, die höchst gewotete Frage ist eigentlich keine Frage, aber ich sage es trotzdem. Wir lieben OpenLayers, danke für eure Arbeit. Danke zurück. Aber es gibt auch Fragen. Die zweithöchst gewotete hast du, Andreas, eigentlich schon beantwortet, nämlich gibt es eine Roadmap und Einblick in die geplanten Features? Du hast gesagt, die Roadmap erstellt ihr. Genau. Mit Feature Request, dementsprechend, genau. Was kannst du noch mehr dazu sagen sonst? Ja, also es gab früher, wie OpenLayers noch mehr in der Entwicklung vom Hinzufügen von Features war, schon Roadmaps zwischendurch, entweder längere oder kurzfristigere. Inzwischen ist es so, dass das Ganze eigentlich relativ feature-complete ist und wir staunen oft selber, was da noch für Anfragen für Features hinzukommen. Das sind durchaus legitime. Aber wir wagen uns jetzt nicht, eine Roadmap vorzugeben. Was wichtig ist, ist die Maintenance, dass die Bildumgebungen aktuell sind, dass aktuelle Browser-Technologien immer unterstützt werden und dass es entwickler- und benutzerfreundlich ist. Also wir haben viel in Richtung Types für TypeScript gemacht zum Beispiel. Also solche Dinge passieren en passant, sind eben auch Wartungsaufwand. Okay. Dann, wie performant werden mittlerweile Vektortiles unterstützt? Sie haben es jetzt kurz gesehen bei den ESRI-Karten. Da habe ich vor einigen Jahren noch gesagt, man soll möglichst keine so Hintergrundkarten als Vektorkarten verwenden. Das stimmt nicht mehr. Die Performance davon ist inzwischen absolut ausreichend. Und es gibt sogar noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Aber inzwischen ist es zwar schon sichtbar eine Spur langsamer als bei MapLibre oder Mapbox, aber es ist durchaus akzeptabel. Gut, dann gibt es noch zu Geodatenverarbeitungswerkzeugen ein paar Fragen, auch wenn das auf dem Mac nicht richtig funktioniert. Ne? Und zwar funktioniert doch auf dem Mac, ne? Also es liegt tatsächlich ja, an mir. Ne? Ja, genau. Im Edit-Modus kann man mit einer Linie ein Polygon splitten? Das kann man nicht direkt mit OpenLayers, aber wie schon gesagt, OpenLayers kann man sehr gut mit anderen Libraries verknüpfen. Wir machen das auch in vielen Projekten. Das Projekt, was ich hier empfehlen würde, was sehr einfach ist, ist TURF. Das kann man ganz einfach einbinden. Eine andere Möglichkeit wäre JSTS. Bei TURF ist das Schöne, es geht mit GeoJSON-Geometrien, die man ganz leicht hin und her konvertieren kann. Also Polygon-Split mit einer Linie mit TURF sind vielleicht 10 Zeilen Code. So, jetzt muss ich mal durch. Das ist alles immer ein bisschen durcheinander dann hier mit den Fragen, aber es kommen noch ein paar.
Dann haben wir noch eine Frage auch zu den Geoverarbeitungswerkzeugen. Wie überschneiden? War das hier im Raum eine Frage? Könnt ihr da was mit anfangen? Steht nur Geodatenverarbeitungswerkzeuge, wie überschneiden? Vielleicht verschneiden? Verschneiden, ja. Also falls die Frage ist, wie kriege ich zwei Polygone zusammengefasst? Also wenn ich so unsauber digitalisiert habe gerade eben und mir denke, ach komm, ich mache alles zu einem großen Polygon, würde ich auch auf die Drittlibraries verweisen. JSDS beispielsweise kann das auch. TurfJS kann das auch. Ist eine klassische Frage eigentlich irgendwie bei Geometrien, wenn man damit arbeitet. Und ja, OpenLayers kann es dann mithilfe dieser, ich glaube, so schreibt man JavaScript heutzutage. Ja. Ne? Also OpenLayers 2 hatte, und das ist ja schon uralt, ich will das eigentlich gar nicht mehr sagen, hatte eine ganze Menge von diesen Sachen drin. Das war aber auch, ist auch groß geworden zu einer Zeit, wo JavaScript noch anders geschrieben wurde. Mittlerweile ist alles zu Recht recht modular und die Foki sind gesplittet. Und da sollte man dann auf solch eine Bibliothek beispielsweise setzen. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch ein Hinweis, das ist ja auch noch online zu finden, der Vortrag von vorigen Jahr. Zum Beispiel, wenn man Raster und Vektor verschneiden will, kann man das auch grafisch lösen. Da habe ich einiges gezeigt voriges Jahr in der Präsentation dazu. Gut, vielleicht schaffen wir die anderen Fragen auch noch. Kann man das Rendering optimieren oder alternativ, wovon hängt die Performance ab? Die Performance hängt in erster Linie vom Rechner des Benutzers ab, wobei hier normalerweise Mobiltelefone inzwischen schneller sind als Desktop-Computer. Also falls wer sagt, ob die Performance für mobil reicht, ja definitiv. Ansonsten, es gibt viel Optimierungspotenzial. Das Wichtigste vor allem bei Vektorkarten ist, nicht mehr darstellen, als der Benutzer erfassen kann. Wenn ich einen Haufen mache von 100.000 Punkten auf einer Karte, die noch einen Radius von 10 Pixel haben, dann sehe ich nur mehr die Punkte, das hat eh keinen Sinn. Also sich schon auch kartografisch die überlegen, was kann man dem Benutzer auch visuell zumuten. Gut, dann haben wir noch eine Frage zu OpenLayers. Und zwar ist die Funktion Pitchen Kippen geplant, um die 3D-Ansicht auch zum Beispiel bei Gebäuden vom Basemap zu realisieren? Da haben wir jetzt konkret nichts geplant. Es gibt aber eine Library OLExt und dort ist ein Modul drinnen, wo man Gebäude extrudiert darstellen kann. Gut, und die letzte Frage, wie habt ihr die schicke Präsi erstellt? Das ist Reveal.js und nutzen wir tatsächlich häufiger schon. Reveal.js. Okay, super, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen hier aus dem Publikum? Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier rumlaufen können mit dem Mikrofon. Jo, erstmal danke für den Vortrag. Nur eine kurze Frage auch nochmal zum Geometriewerkzeug. Kann ich, während ich ein Polygon zeichne, raus und reinzoomen? Okay, ja. Weil ich finde das immer so sehr wichtig eigentlich, wenn man digitalisiert, weil man will ja bestimmte Details vielleicht näher sehen. Reinzoomen, rauszoomen, die Karte verschieben, ganz okay, normal. Danke. Gibt es noch mehr Fragen? Ich glaube nicht. Ansonsten, Marc und Andreas sind ja sicher auch noch da, ne, ein bisschen. Und falls da noch was einfällt, einfach ansprechen. Ich hänge mich einfach dran zum Terrestris-Stand und wir werden dort jetzt auch dann sein.